Zum Ausgangs waren wir täglich um 11 Uhr Abend hier angekommen. Heute zum 1. Mai 2022. Die Flugblock 5928 wird abgekuppelt und jetzt sind wir doch von der anderen Wagen gefahren. Und ich stehe hier am Weißen und Fahren. Danke. Die Herbst über zwei Tage hier, seit 30.04., also seit gestern und heute hier wieder. Also der Dampfzug von der Sauschwänzler Bahn fährt heute zum 1. Mai hier in Weizen wieder um 11.35 Uhr ab in Richtung Klausheim-Blumegg und dann weiter über Pützen und dann Elbsenhofen und dann wieder nach Blumberg. Und dann geht es heute Nachmittag wieder weiter um 14.10 Uhr für die zur zweiten Rundfahrt. Ne? Momentan haben wir mit dem 1. Mai Wetter Glück. Sieht gut aus. Und wie gesagt, jede Menge Leute sind da. 1. Mai Wanderungsfans und so weiter. Eisenbahnfans, Hobbyfotografen, Hobbyfilmer. So wie ich und auch andere. Ist gar nicht so einfach hier ein paar schöne Szenen mit einzufangen bei diesem mittelprächtigen Wetter. Ich hoffe, dass es hält und dass ich tolle Aufnahmen für mich und für euch User einfangen kann.
Jetzt weiß ich nicht, wo ich mich hinstellen soll. Aber ich werde schon einen richtigen Standpunkt zum Filmen finden. Und der Lokführer, der schaut nochmal, ob noch ein bisschen Öl nachgefüllt werden muss an den Lager. Und dass er wieder was defekt ist, so wie es damals war im Schwarzwald, wo ich da war, in der Friedberger Gegend. Da hatte diese Lok einen Lagerschaden. Was man nicht alles macht für die Eisenbahn. Jetzt kommt ein Wind auf, jetzt muss ich hier da mein Windpuschel damit drauf machen. Testaufnahme mit dem Wireless Go Funkmikrofon. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ende. Das Funkmikrofon funktioniert, ich habe alles getestet. Dann kann es jetzt hier um 11.35 Uhr gleich weitergehen. Mit dem Dampfsonderzug von der Sauschwänzlebahn und der 50-29-88er Lok vorne dran. Er fährt jetzt den gleichen Richtung Lausheim, Blumegg und dann über Grimmelshofen, Fützen, Epfenhofen und dann weiter nach Blumberg zum Zielbahnhof und dann geht es wieder weiter um 14.10 Uhr nochmal zu einer schönen Fahrt durch den südlichen Schwarzwald, wieder hierher nach Weizen und zurück. Was man nicht alles macht für die Eisenbahn. Ne? Ah, schön, die Sonne kommt ein bisschen raus, das ist herrlich. Das freut mich. Schade, ich bin wieder alleine unterwegs und es ist nicht so einfach, an verschiedenen Zielbahnhöfen da hinzukommen. Aber ich werde mir Mühe geben. Jetzt warte ich noch, bis um 11.35 Uhr abfährt. Und dann muss ich schnell mit dem Auto in Richtung Lausheim, Blumegg hinfahren und dann nach Gremmelshofen hoch, um dort noch einige Zähne zu machen und dann weiter nach Fützen. Da werde ich auch noch einige Aufnahmen tätigen und natürlich auch in Epfenhofen, wenn es mir alles reicht mit der Zeit.